Wenn er kommt, Fauli, geht es um Vermieter aka Verlierertagebuch Alexander Raue. Der haut mal schon wieder irgendwas raus. Jobcenter bezahlt Autos. Autohaus zeigt Belege. Ist das wahr? Hat wahrscheinlich danach geändert. Geht natürlich wieder gegen Ukrainer, weil die Leute das dann klicken und dann sieht man die Kommentare unten drunter. Ekelhaft, dieses Gefühl. Man wird so viel Geld, mir wird so viel Geld genommen, um denen ein Auto zu finanzieren. Ey, das kannst du echt nicht ausdenken. Was mit den Menschen im Ahrtal? Eckhard Vogel war wahrscheinlich nie im Ahrtal. Hat dort nie geholfen. So. Rein da. Ein Autohaus in Eutin behauptet, dass Ukrainer vom Jobcenter Autos geschenkt bekommen. Das hat kein Autohaus behauptet. Der Autohändler hat gestern solch einen Fall abgewickelt, ein Video dazu hochgeladen und sogar die Belege in die Kamera gezeigt. Ist das wirklich wahr? Wenn ja, dann wäre das der Skandal des Jahrhunderts. Der Skandal des Jahrhunderts. Drunter haben wir es nicht. Weltkrieg. Schauen wir uns dieses Video mal an. Los geht's. Wir alle wissen, dass die Bundesregierung mit unserem Steuergeld wirklich die allerkrassesten Dinge bezahlt. Radwege in Peru, Kühlschränke in Kolumbien und indirekt durch die Finanzhilfen auch die Rente in der Ukraine. Aber das... Ein Unsinn. Was mir heute ein Zuschauer zugeschickt hat, das sprengt wirklich den Rahmen alles bisher Dagewesenen. Mir wurde ein Video von einem Autohändler zugeschickt, der gerade ein, ich glaube ihm kein Wort, Auto an einen Ukrainer verkauft hat und das Jobcenter dieses Auto bezahlt hat. Und als ich das gesehen habe, da bin ich echt vom Stuhl gefallen. Ich dachte zuerst, das kann doch nicht wahr sein. Also solch krasser Betrug wäre doch der allergrößte Skandal. Aber mittlerweile traue ich unserer Gurkentruppe in Berlin wirklich alles zu. Schau dir mal hier das Video. Das ist bestimmt Unsinn. Des Autohändlers an, was auf Instagram hochgeladen wurde. Und danach gebe ich meinen Senf dazu. Ukrainer kriegen in Deutschland Fahrzeuge vom Jobcenter geschenkt. Leute, ich bin Aydin vom Autohaus Jalcin in Reuten. Und ich hatte heute einen Kunden da. Der hat ein Fahrzeug bei mir gekauft, sprach schlecht Deutsch. Ich fragte nochmal den Kunden, woher kommen Sie, um den Kunden einfach kennenzulernen. Ja, Kunde kommt aus Ukraine, hat das Fahrzeug dann noch gekauft und dann habe ich die Rechnung fertiggestellt. Und dann hat er mich sofort darauf angesprochen, dass die Rechnung nicht auf ihn laufen soll, sondern auf das Jobcenter in dem Landkreis, wo er wohnt. Und dann habe ich gefragt, macht ja gar keinen Sinn, ich muss ja die Rechnung an denjenigen stellen, der das Auto bezahlt. Und dann der Kunde so, ja, das Jobcenter bezahlt das Auto für mich. Und er hat mir tatsächlich ein Schreiben rausgelegt, wo drin stand, dass das Jobcenter die Kosten übernimmt und ich zeige euch jetzt auch die Rechnung. Und tatsächlich, ich gucke auf mein Konto, Jobcenter, Landkreis Rotenburg, hat die Kosten für das Auto übernommen und der Kunde hat kostenlos ein Auto bekommen. Ich habe mal hier einmal... Die überweisen, bevor die Rechnung über da ist, wie soll das denn gehen? Was soll denn der Unsinn? Ein Kontoauszug ausgedruckt. Ihr seht hier, Bundesagentur für Arbeit, 1650. Was ist das für ein Auto? Das ist ein Uraltwagen für 1650. Oder was meint der damit? 50 Euro haben Sie überwiesen. Für welches Fahrzeug? VW Passat. Hier steht es auch nochmal. Auf mein Geschäftskonto, Kfz-Handel. Tja, kostenlos ein Auto bekommen. Meist deinen deutschen Ausweis weg. Komm wieder her und sag, dass du aus der Ukraine geflüchtet bist. Alter Schwede. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Also, das ist wirklich sowas von krass. Da ist mir erstmal die Spucke weggeblieben. Und deswegen habe ich mich erstmal auf die Suche nach weiteren Informationen gemacht und ich konnte zwei folgende Sachen finden. Dieses Video wurde bereits gestern auf einem anderen YouTube-Kanal hochgeladen und dort schrieb ein gewisser Andreas Borchert folgendes in die Kommentare. Ich weiß nicht, woher diese Info kommt, aber laut Rücksprache mit meiner Nachbarin, die im Jobcenter tätig ist, bekam ich folgende Antwort. Es gab mal Finanzierungen als Darlehen, aber auch nur, wenn ein Arbeitsvertrag für Sozialversicherungspflichtige... Das ist doch Schwachsinn, das ist bestimmt fake, das Video.
Beschäftigung mit Garantieübernahme vorgelegen hat. Das ist aber 10 Jahre her. Mich würde aber genau das Autohaus und der Ort interessieren, wo das gewesen ist, um dann Näheres zu verfolgen. Danke. Also, es könnte sein, dass das Jobcenter dem Ukrainer dieses Auto nicht geschenkt hat, sondern es nur finanziert hat, was ebenfalls ein riesengroßer Skandal wäre. Der Ukrainer hätte dann... Aber das ist ein aktuelles Video, ich gehe nochmal zurück. Wo ist die Rechnung? Die war weit. Das hier ist aktuell ausgedruckt 2024 und das ist vor 2 Jahren, 2022, eine Rechnung. Hä? Ist doch gelogen. Ausdruck 24. April. Und das ist eine Rechnung von vor 1,5 Jahren. Vor fast 2 Jahren. Nein, hier. Rechnung Nummer 004 von 30.08.22. Es könnte sein, dass das Jobcenter dem Ukrainer dieses Auto nicht geschenkt hat, sondern es nur finanziert hat, was ebenfalls ein riesengroßer Skandal wäre. Der Ukrainer hätte dann quasi einen Finanzierungsvertrag mit dem Jobcenter und stottert den Betrag mit seinem Bürgergeld ab. Also bei 100 Euro im Monat müsste er dann quasi 1 Jahr und 5 Monate bezahlen. Und von diesem Darlehen müsste der Ukrainer dem Auto Händler natürlich nichts sagen, sondern er müsste einfach nur die Rechnung vom Autohändler direkt an das Jobcenter weiterleiten und die würden das Ganze dann bezahlen. Aber die genauen Details, wie das damals und vielleicht auch heute noch abgelaufen ist, kann ich nicht sagen, aber es ist sehr gut vorstellbar. Was ich mir aber auch gut vorstellen kann, ist die Tatsache, dass diese Geschichte frei erfunden ist. Der Autohändler im Video stellte sich nämlich als Aldim vom Autohaus Cialcim in Eutin vor. Und ich habe mal versucht, das Autohaus Cialcim in Eutin zu googeln, aber ich konnte absolut nichts finden. Und eventuell habe ich das irgendwie falsch geschrieben oder dieses Autohaus gibt es wirklich nicht und das Ganze ist ein Fake. Wenn ihr mehr Informationen dazu habt, dann schreibt das Ganze gerne in die Kommentare. Oder wenn ihr auch ein Mitarbeiter vom Jobcenter seid und Informationen zu diesem Thema habt, könnt ihr mir auch gerne eine E-Mail an vermietertagebuch@gmail.com schreiben. Aber so oder so, es gibt nur 2 verschiedene Möglichkeiten. Option 1, das Ganze ist fake und hier erlaubt sich einer einen riesengroßen Spaß, ja, wahrscheinlich, wohin ich selber tendiere. Oder Option 2, das Ganze ist wirklich wahr und dann wäre das wirklich der Skandal des Jahrhunderts. Weil wenn das wahr ist, dann gibt es diese Woche einen riesengroßen Aufschrei in allen Medien. Ja, aber es ist offensichtlich fake. Wenn man so ein bisschen recherchiert, ist es wohl nachweislich fake. Denn auch die Überweisung passt ja überhaupt nicht zusammen. Aber die Leute unter dem Video von Alexander Raue, die glauben das natürlich direkt. Die hetzen da direkt los. Und damit hat er über 200.000 Aufrufe. Ja, das ist natürlich sehr toll. Ja, gut. Ja. Und es gibt natürlich auch den Faktenfinder-Link von der Tagesschau und die sagen genauso, dass es fake ist. Kann ich gerne mal reinposten, werde ich auch unter dem Video verlinken. Also, so ein Unsinn. Vor allem, das ist ja bei mir in der Nähe, da kann ich eigentlich vorbeifahren. Vorbeischauen. Ja. Das ist ja Unsinn. Was ist eure Meinung? Schreibt es in die Kommentare, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und tschüss.